haben 2009 verschiedene Cluster-Lernformen angeboten, also ganz klassisch Flurschule, rechts und links Klassen, dann eine Art Mischform und aber auch eine ganz offene Form von Cluster. Es ist, Sie müssen mich korrigieren, ein Vorläufer jetzt von dem Münchner Lernhaus. Ist das Münchner Lernhauskonzept zu sagen, die gesamte Infrastruktur für einen bestimmten Schülerkreis befindet sich ortsnah, hat den Vorteil, man übernimmt auch Verantwortung, man empfindet es als einen eigenen Raum. Eine Insel beherbergt eine Jahrgangsstufe. Jede Insel ist mehr oder weniger gleich aufgebaut. Es gibt in jedem Eck der Insel einen Lernraum oder Klassenzimmer, der ist in der Tat einer Klasse zugeordnet. In jeder Insel befindet sich ein dezentraler Teamraum für die Lehrer, ein Lernflur und eine Ausweichzone. Wir haben die große mittige Fläche dadurch erreicht, dass die Kernklassenzimmer etwas kleiner sind, also wirklich zum konzentrierten Frontalunterricht, zur Instruktion und dann zum freien Lernen nach außen gehen. Man braucht halt zusätzlich zu den Klassenzimmern auch in den pädagogischen Flurflächen eine notwendige Akustik, was natürlich auch gewisse Zusatzkosten verursacht. Was machen wir hier in diesem Wahnsinnsraum, den wir zur Verfügung haben? Also eine Idee dieser Schule ist, dass wir Schülern zur Selbstständigkeit verhelfen wollen. Und das geht ja nur, wenn man Kindern Verantwortung übergibt, ihnen lernt, wie kann man diese Verantwortung wahrnehmen. Das heißt, unsere Schüler arbeiten sehr oft, ohne dass ein Lehrer dabei ist. Die werden rausgeschickt im Fachunterricht, bekommen Aufträge und ja, es funktioniert und von 5 bis 12. Die Kinder arbeiten, die Jugendlichen arbeiten. Nicht jeder immer und man muss sicher auch wieder Schüler zurückholen und ein bisschen Freiheit nehmen. Sie haben sicher die vielen Glassegel gesehen in den Unterrichtsräumen und ich will Ihnen nur mitgeben, wir stören uns überhaupt gar nicht mehr an der Transparenz, ganz im Gegenteil, die Lehrkräfte und auch die Schüler, glaube ich, empfinden das als angenehm. Das ist ein anderes Sich-Wahrnehmen als in so einem ganz abgetrennten Lernbereich. Und ich höre immer wieder auch von Lehrkräften, wir können es uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wieder in ein geschlossenes Klassenzimmer zurückzukehren. Jede Lehrkraft an unserer Schule ist in einem Jahrgangsstufenteam, aber nur in einem Jahrgangsstufenteam. Die bleiben zusammen über mehrere Jahre und sie haben 3 Jahre dieselben Kinder und dieselben Eltern. Was glauben Sie, was da für eine Verantwortungsebene zwischen Lehrern und Schülern in diesen 3 Jahren entsteht? Eine ganz andere, als wenn ständig Wechsel stattfinden in der Lehrerschaft bis zur Klasse 13 oder zur Klasse 12 sozusagen. Davon werden ja meistens die Schulen geprägt. Die Idee des Lernhauses geht sogar noch weiter und sagt eigentlich, ein Lernhaus bleibt mit dem Team zusammen die gesamte Zeit von der 5. bis zur 10. Warum führen wir unsere Teams nicht von 5 bis zum Abitur? Weil ich zu wenig mutig war, vielleicht, als ich das Konzept erstellt habe oder mir überlegt habe. Wir haben es dann schon gemeinsam abgestimmt. Aber das war schon so schwierig für bayerische Lehrkräfte, sich vorzustellen, dass man der pädagogischen Arbeit ein bisschen mehr Raum eingibt oder gibt als einer fachlichen Arbeit. Und ich wusste nicht, wir wussten nicht, als Kollegium funktioniert das. Nach dem ersten Jahr war es so, dass ein Team gesagt hat, Frau Asam, machen Sie, was Sie wollen, aber wir wollen als Team zusammenbleiben. Wir hatten erst Klassenelternabend, da kommen alle Eltern einer Klasse zusammen und die Lehrkräfte stellen sich vor. Das Team 7 war nach 20 Minuten fertig mit diesem Klassenelternabend. Die Eltern waren zufrieden, die waren alle einverstanden. Wenn Sie mich fragen, warum, na, die kennen sich schon 2 Jahre. 8, 9, 10 beginnt dann wieder ein neues Team. Und da merkt man, hoppla, jetzt muss man wieder Beziehungsarbeit leisten, jetzt muss man wieder Teambildung machen.
diese Teams haben eine Teamstunde eingeplant in ihrem Stundenplan zur Besprechung. Jedes Team wählt einen Teamkoordinator und der Teamkoordinator trifft sich einmal in der Woche mit allen anderen Koordinatoren, mit der Schulleitung. Und das ist eine unglaublich wertvolle Infrastruktur dieser Schule, auch gerade was Schulentwicklung anbelangt. Das ist die Grundidee des Konzeptes, die große Schule kleiner zu machen, andere Verantwortungsebenen herzustellen und dadurch auch dazu zu kommen, dass pädagogische Entwicklung in den einzelnen Lernhäusern sozusagen sehr dynamisch und auch getrennt voneinander funktionieren kann. Thank you.